Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Ja, ihr seht mich heute in ganz anderen Räumlichkeiten. Heute bin ich beim Tobias eingeladen. Vielen, vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Gerne. Und ihr seht uns jetzt hier in Sportklamotten erstens und zweitens auf einem Yoga-Teppich oder auf einem beweglichen, bequemen Teppich, so würde ich es mal nennen. Denn der Tobias wird uns heute ein paar Übungen zeigen für den idealen Start in den Tag. Und für das Aufrichten der Wirbelsäule so ein paar Körperübungen, die sehen vielleicht ein bisschen leichter aus, als sie tatsächlich sind, wenn man sie täglich macht. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich werde einfach mal alles bestmöglich mitmachen. Ich hoffe, dass das so weit geht. Der Tobias macht das ja jeden Tag, also mit Sicherheit ist er in der Praxis ein bisschen beweglicher als ich. Ich bin ja mehr so jemand, der so in die Muckibude geht. Ja. So, deswegen bin ich jetzt gespannt, was auf mich zukommt. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, wir können einiges lernen. Ja, ja. Und zwar, ich wollte nämlich mal meine Routinen zeigen, die ich sonst auch immer morgens mache. Ich mache auch, die Routinen gebe ich eigentlich auch immer an die Leute, die in der Zusammenarbeit bei mir mit dabei sind, ja, weiter. Und es, die eine Übung zum Beispiel ist eine banale Körperübung, Yoga-Übung. Schaut recht simpel aus, aber macht super viel, richtet halt den Rücken gerade aus. Und auch im Alter, Bandscheibenvorfälle kommen halt dann eigentlich nicht vor. Das richtet das ganze System halt aus. Und ja, gleichzeitig nimmt man halt die Atmung mit. Man kommt halt auch in diese Entspannung. Weil oft unterschätzt man, was dann langfristig wirklich passiert. Auch wenn es eine simple, banale Übung ist. Oder auch wenn man einfach mal jeden Tag eine Runde rausgeht. Aber man macht es jeden Tag und regelmäßig. Ja. Ja. Man merkt, es baut sich so viel auf. Und gerade durch diese Übung, auch wenn man es am Anfang nicht so merkt, so die Leute in der Zusammenarbeit, die merken es oft so nach 2-3 Monaten. Krass, ja. Dass man dann halt auch wirklich so eine Stabilität auch emotional aufbaut. Weil Körper, Geist ist ja immer verbunden. Ja. Und ja, das merkt man eben. Ja. Ich bin sehr gespannt und ich gehe mal einen Schritt zurück. Ja. Du bist quasi unser Lehrer heute. Okay. Und ich freue mich sehr drauf. Ja. So. Mit was ich halt anfange morgens eigentlich immer, da gebe ich eben auch immer weiter. Über Nacht alles ist halt ein bisschen stagniert. Die Gelenke, es ist alles noch ein bisschen steif. So das Erste, was ich eigentlich mache, ist mal jedes Gelenk bewegen. So, da kann man sich auch Übungen raussuchen, je nachdem, was einem da mal passt. Mhm. Meistens fange ich halt an, erstmal mit dem Fuß zu kreisen. Und ja, einmal links, einmal rechts. Dann Oberschenkel nach außen, nach innen. Ich habe gestern Beine trainiert. Ja. Das tut mir jetzt alles weh. Und dann eben gehe ich nochmal seitlich. Ja. Zieht dann innen und... Und dann nochmal einfach auseinander und dann mal mit der linken Hand am rechten Fuß und umgekehrt, damit alles mal frei wird, in Bewegung kommt. Ja, dann ein bisschen Hüftkreisen. Das kann ich gut. Hüftkreisen ist gut. Ein bisschen einbauen oder dann, dass man einfach mal mit dem Oberkörper dann rumgeht. Man kann das dann auch halten und ein bisschen mal kurz ein- und ausatmen. Ja, und dann noch, was Hüfte anbelangt, mal einmal so seitlich, ist glaube ich auch schon eine Yoga-Übung, einfach so dieses Dreieck, die Hand so weit wie möglich nach oben zu ziehen. Mit der linken Hand kann man unten am Knie ein bisschen abstützen und dann so weit wie möglich nach oben greifen. Genau. Und das dann eben auch wieder mit beiden Seiten. Und die Atmung würde ich halt nie, genau, das, man merkt es richtig an der Seite, ja, wie es frei wird. Ja. Mhm. Und die Atmung würde ich halt dabei nie vergessen. Ja. Ja, weil man merkt auch... Die vergesse ich immer. Ja. Ich atme immer irgendwie. Ja. Hauptsache ich mache die Übung richtig. Ja. Ja, auch bei den Übungen zum Beispiel, ich halte jetzt nichts davon zum Beispiel wie, weiß ich nicht, beim Turnen oder so, wo man halt so krass in eine Übung reindrückt, aber dann nicht rein entspannt. So. Ja. Weil dann verletzt man sich halt super stark oder super schnell, super leicht. Da lieber zu gucken, wenn man eine Dehnübung macht, dass man da halt wirklich erstmal locker ist. Und dann, wenn man in der Übung ist, dass man halt rein atmet und mit jedem Ausatmen geht man dann meistens... Tiefer. Ja. Tut er mehr rein. Genau. Geht man schon automatisch mehr rein in den Schmerz. Ja. Ja. Genau. Guter Schmerz dann auch. Nicht zu weit gehen. Ja, okay. Ja. Cool. Genau. Und dann mal Arme kreisen kurz. Ja. Und wie lange dauert es bei dir in der Früh so ungefähr?
Ich mache noch ein paar andere Übungen dann immer. Also im Moment habe ich echt viel gemacht. Da habe ich immer so eine Stunde oder manchmal zwei gemacht sogar. Cool. Aber dann halt auch mit Meditation noch ein bisschen eingebaut, ja. und Ähnliches. Sonst, also so eine Stunde mache ich meistens. Aber ich sag mal so, diese Grundübung, wo ich auch den Leuten in meinem Programm mitgebe, ist dann eher so, dass man halt wirklich mal jedes Gelenk bewegt. Das hat man in 10 Minuten gemacht. Jetzt kann man halt noch mit den Armen, so schaut immer ein bisschen doof aus, aber so fest wie möglich eine Faust und die Finger dann auseinander. Mhm. Und das kann man dann in alle Richtungen, mal nach vorne, nach oben. Genau. Und dann kann man noch vom Kopf her, die Übung können wir auch mal verlinken. Mhm. Die ist drinnen, Nackenübung heißt sie einfach, wo man, also man sinkt einfach mit dem Ausatmen, Kopf nach unten, einatmen, so hoch wie möglich das Kinn, wieder ausatmen, runter. Und das macht man dreimal hoch, runter. Dann geht man wieder in die mittlere Position. Und von der Mitte dann nach rechts schauen, einatmen und dabei wirklich nur den Kopf drehen praktisch, die Schultern gerade lassen. Mhm. Und dann ausatmen nach in die Mitte wieder, dann einatmen nach links und dann ausatmen wieder in die Mitte. Und das kann man dann auch wieder dreimal machen. Und dann noch als dritten Part kippen den Kopf, ausatmen, nach rechts kippen, einatmen, wieder hoch. Ausatmen, nach links kippen, einatmen, wieder hoch. Das kann man dann auch wieder dreimal machen. Und wenn man möchte, kann man dann noch den Kopf erst nach vorne fallen lassen und dann ein bisschen kreisen. Einatmen und dann ausatmen, wieder nach vorne. Aber beim Kreisen wäre ich immer vorsichtig, wenn man da irgendwie merkt, man hat ein bisschen Probleme, dann würde ich das mit dem Kreisen weglassen und nur diese Vorübungen machen. Mhm. Ja. Toll, das zieht sich alles. Ja. Ja, und dann merkt man halt schon mal, dass alles freier ist, dann kann Toll. Man halt noch ich die Schultern kreisen. Ich bin jetzt bereit zu springen. Ich will aber so, ich will mich so bewegen, wenn ich so ein bisschen lockerer bin, ja. Dann will ich irgendwie was machen, was mit Springen zu tun hat. Ja, ja. Okay. Genau, und das mache ich eigentlich immer zuerst so, dann ist alles locker, man merkt schon, alles was halt über Nacht irgendwie stagniert ist, genau. Ja. Die Hände mache ich nochmal, immer so nach hinten. Das mache ich auch immer sehr gerne. Öffnet sich die Brust ein bisschen. Ja. Weil man ja immer so sitzt. Genau. Und dann ist das so die Gegenbewegung. Ja. Und dann hast du ja noch eine Übung. Genau. Eine Übung, die mache ich dann eben immer noch, die ich jetzt vorher schon angeschnitten ja. habe. Ja. Yoga Namaskar heißt die. Wir können, wie gesagt, den Link mal unten drunter stellen. Die bringt halt wirklich einmal diese Stabilität von der Wirbelsäule, vom Körperlichen her, aber halt auch vom Emotionalen her. Und das merkt man halt mhm. wirklich, wenn man diese Übung, ist eigentlich simpel. So, man kann da ein oder drei Durchgänge zum Beispiel machen, dann ist noch effektiver. Ja. Aber einer reicht auch schon, dauert vielleicht 5 Minuten höchstens und wenn man drei macht, halt 10 Minuten, Viertelstunde und man merkt einfach, wie man dabei auch dann zur Ruhe kommt und man geht auch anders dann wirklich durch den Tag und wie gesagt, Toll. Wenn man, ja, wenn man 2-3 Monate das mal wirklich am Stück macht ja. und oft sind es nämlich nicht so dieses Strohfeuer, was man mal schnell dieses machen große, muss, ja. genau. sondern die Kleinigkeiten, ja. die man aber täglich macht und die sich summieren genau. über die Zeit und dann zu einem großen ja. Ergebnis führen. Wie wenn man Wasser zum Kochen bringen möchte. Mhm. So, es bringt nichts, irgendwie kurz ein Strohfeuer zu machen, dann macht man irgendwie den einen Tag oder 2-3 Tage, ist total motiviert oder wie nach Silvester eben. Ja. ja. Und eigentlich eine kleine Flamme unterm Topf bringt irgendwann das Wasser zum Kochen. Anstatt wenn man halt mal wieder was macht, dann kühlt das Wasser wieder ab. So einfach stetig jeden Tag, 10 Tolles Minuten. Tolles Beispiel, ja. Ja, ja, ja. Also dann her jetzt mit der Übung. Genau. Also, welche Übung bringt uns jetzt zur inneren Ruhe und ja. zur Gelassenheit? Also Yoga Namaskar, Yoga-Übung eben. Ja. Und Namaskar ist dieser Gruß. Mhm. Und man macht am Ende die Hände so zusammen, die Füße sind hüftbreit. Und wenn man einatmet, streckt man jetzt, man probiert immer die Hände komplett zusammenzulassen. Mhm. Und wenn man jetzt einatmet, geht man mit den Händen nach oben und wenn man ausatmet, hinterm Kopf, man kann jetzt gucken, dass die Hände möglichst die Fingerspitzen nach oben schauen, gerade eben, okay.
dass die nicht zu sehr nach hinten zeigen, so, sondern wie ist es denn bei mir? Gerade. Ich check's gar nicht. Bei dir zeigen die jetzt so ein bisschen schräg nach hinten. Also wenn du sie so hast, dann sind sie gerade. Okay, ja. Aber dann gehen sie auseinander. Ja, ich spüre schon. Genau. Und wenn man, am Anfang würde ich darauf achten, dass die halt so ziemlich gerade sind. Man hat die Hände dann meistens noch ein bisschen offener. Weil man es nicht hinbekommt normalerweise. Wenn man es hinbekommt, kann man die Handflächen dabei zusammenlassen. Mhm. Aber oft ist es von der Gelenkigkeit, gerade am Anfang her, bekommt man es noch nicht so gut hin, dass man es zusammenlässt. Mhm. Und dann ist es halt meistens so, dass es ein bisschen, bisschen so aufgeht. Aber man kann eben probieren, dass es möglichst zusammenbleibt. Ja, genau. Und das ist mal der eine Teil von der Übung. Mhm. Also das macht man ganz simpel im Stehen. Wie gesagt, Füße so schulterbreit. Erst die Hände hin und dann diese Yoga-Atmung ist, dass man so ein bisschen oben am Gaumen so ein bisschen in die Nase so atmet. Mhm. So? Also man hat so ein bisschen wie die Zunge am Gaumen. Ja. Ja. Und beim Ausatmen ist es dann auch immer so ein bisschen lauter. Also wenn man jetzt hochgeht, einatmen. Dass man immer komplett ein- und ausatmet. Und beim dritten Mal geht man dann in die Hocke. So, ich mache das nämlich auch immer, dass ich mir dann was unter die Fersen tue. Also wenn man zum Beispiel am Anfang, ist es bei mir auch immer passiert, wenn man so in der Hocke ist, wenn man es jetzt seitlich sieht. Ich kann das jetzt noch? Ja. Ja. Sieht man ihn. Achso. Okay, ich tue dich mal runter. Ja, geht ruhig weiter. Genau. Also wenn man jetzt in der Hocke ist, früher ist es bei mir auch so gewesen, dass ich dann einfach immer, wenn ich jetzt die Fersen am Boden hatte, früher bin ich dann nach hinten umgekippt. Achso. Mhm. Ja, weil die Bänder einfach nicht genug gedehnt waren. Bei mir geht's noch. Ja. Okay. Genau. Und dann ist man so in der Hocke und genau, man ist ja so runtergekommen in diese Position und normalerweise, man macht jetzt eben die Hände so hoch, ich kann das jetzt auch nicht, wenn ich was, genau, dann kippt man nämlich leichter nach hinten um. Also du kannst mal, wenn du... Und dann? Aber die kriege ich ja nicht gerade hoch. Oder du kannst auch die Decke vielleicht zusammengerollt. Ja. Wenn man das jetzt unter die Ferse macht, dann genau. Dann geht's. Dann kippt man nicht so leicht um. Also normalerweise soll man jetzt die Hände, so man ist jetzt von oben runtergekommen, geht in die Hocke und dann das Gleiche, einatmen und man probiert halt möglichst gerade wirklich so vom Rücken und von den Händen her. Und dann macht man einmal nach vorne. Dann ist es halt nicht gerade. Ich krieg's vielleicht mal kurz hoch. Aber es ist halt so krumm irgendwie und es ist halt mehr nach vorne dann. Nicht schlecht. Ja. Das ist ganz schön beweglich. Genau. Und das macht man dann eben auch dreimal. Cool. Also wie gesagt, man kommt von oben, macht das hier dreimal. Ja. Beim dritten Mal geht man dann runter. Also kannst du ruhig noch unten was tun. Also. Genau. Beim dritten Mal geht man dann so runter. Dann macht man halt und dann, wenn man es unten auch dreimal gemacht hat, dann geht man nach dem dritten Mal einfach in die Entspannung. Auf die Knie, Füße einfach nebeneinander. Man bildet so ein Dreieck vorne mit den Händen. Mhm. Genau, also Daumen aneinander und Zeigefinger. Und geht einfach mit der Stirn auf den Kopf, auf den Boden. Mhm. Das ist gut. Ja. Festlegung. Und in der Position bleibt man jetzt so ein, zwei Minuten mindestens, bis man merkt, der Körper fährt runter, die Atmung wird flacher, entspannter, ruhiger. Ja, genau. Hammer. Ja. Das
das ist wirklich anstrengend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja? Das ist wirklich, ja. Nee, das sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist. Vor allem das der Hinterkopf. Genau. Ja. Das ist schon... Und man merkt nämlich, wenn man das wirklich mit einer richtigen Körperspannung macht und wenn man das dann dreimal hintereinander macht. Das ist krass. Ja. Wenn man das jeden Tag macht. Ja. Aber man kommt dann auch immer mehr rein. Beim ersten Mal ist es ein bisschen schwieriger. Ich würde auch gucken, dass man es halt sauber ausführt, wirklich. Mhm. Und ja, man merkt einfach, wie gesagt, wie sich dadurch diese Stabilität, diese Ruhe aufbaut mit der Zeit. Also ich merke, ich gehe ganz anders durch den Alltag, so wenn ich morgens die Übungen mache. Ja. Weil ich mache dann, genau die Übung mache ich eben, vorher erstmal alles bewegen, wie gesagt. Und danach mache ich manchmal noch, oder davor, Sonnengrüße. Ja. Genau, da kommt alles ein bisschen mehr in Schwung. Ja. Also das wirkt nochmal ganz anders, aber ich finde, die Übung baut halt besonders diese Stabilität auf. Gleichzeitig richtet es halt alles aus. Ja. Vom Rücken her. Ja, das ist sofort. Ja, genau. Und das mache ich also morgens. Das sind die Übungen, die ich mache. Ich mache so Plank. Einfach mal ein paar Minuten. Ja. Handstand mache ich das sonst noch manchmal. Dann. Ach du meine Güte. Ja, krass. Siehst du mal. Nicht schlecht. Du bist echt super, super beweglich. Wahnsinn. So, wir müssen aber jetzt unten bleiben für den Abschluss, sonst sind wir ja vom Kopf her abgeschnitten. Also Tobias, wenn du jetzt sagen würdest, die eine Übung, wenn ich keine Zeit habe, 2 Stunden in der Früh mich in den Tag zu schwingen, dann ist die eine Übung die beste für Stabilität, sowohl vom Körper als auch mental. Ist die sich hier gewesen, oder? Genau. Yoga Namaskar heißt die. Also wir können sie auch nochmal verlinken, da wird die nochmal ausführlich erklärt, was man meiden sollte auch dabei. Ja, aber die ist wirklich so, diese Grundübung, wenn man da auch nur eine Runde macht. Ich spüre es auch. Das ist wirklich, dass man hat direkt so Lust, hat man sich so zu öffnen. Ja, und es sind auch nur, wenn man nur eine Runde macht, vielleicht 5 Minuten. Toll. Und 3 Runden ist natürlich besser, aber wenn man die Zeit gerade mal nicht hat. Wie gesagt, oft ist es wirklich diese Beständigkeit, diese kleine Flamme unterm Kochtopf, die wirklich diesen Effekt hast. So. Ja. Es muss nicht irgendwie, weil immer alle möglichen tollen neuen Methoden und Techniken. Ja. Es muss kein Yoga-Fitnessstudio, irgendwas Training sein, wo man stundenlang sich reinquält, sondern jeden Tag 5 Minuten kann sogar mehr bringen, als sich irgendwo anzumelden und nach 2 Monaten Hardcore-Training wieder aufzuhören. Ja, ne? Schon. Ja, in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Tobias, dass du das mit uns geteilt hast. Ich hoffe, der ein oder andere kann das vielleicht schon in seinen Neujahrsvorsatz mit integrieren in den Alltag. Sind ja wirklich nur 5 Minuten, die lebensverändernd sein können. Ja. Und wenn ihr noch Fragen an den Tobias habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten werde ich auch seinen YouTube-Kanal sehr, sehr gerne verlinken. Der heißt ja so wie du, Tobias Steinhäuser, ne? Genau. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Ciao. Ciao.